You may be able to break into my fort, but you'll never get the key. I'll crush your skull and feed your body to the wolves. Fuß runter! Ach ja. Lusche! Schlüssel des Schutzes, sehr schön. Ja. Das war's dann auch schon wieder. Der Kaya, die können einfach nichts ausrichten gegen ein gut, wohldosiertes und wohlplatziertes Fußrodar. Einmal voll ins Gesicht und dann funktioniert das schon. Nope. Ich hatte gehofft, dass ich hier vielleicht noch so ein paar hohe Heiltränke finden werde. Leider nicht. Serana, ich vermisse dich und deine lustigen Angewohnheiten. Du hast immer für etwas Frische geholt, aber seitdem du dem meinen Agna-Typen da so eine Beleidigung an den Kopf geworfen hast, von wegen du wärst hübscher als seine Frau und du wärst besser als 10 Söhne von ihm, das hat ihm ein bisschen gestunken, hat er dich angegriffen und seitdem können wir dich leider nicht mehr mitnehmen. Well, did you find anything useful? Because, we got the door open. Jupp, hier ist der Schlüssel des Schutzes. What? So then... You had a run-in with Lieutenant Colgrim, I assume? Wait. If he is dead, then the fort is without the commander. We have a huge advantage. What do you say we take out as many soldiers as we can? I have grown tired of Ingvar's games. Help us clear the base, then get the front gate open and meet us back in Amber Creek. Now let's move! You heard the traveler. The lieutenant is dead. Let's show these bastards what we are made of. Ja, sehr schön. Ist da hinten jetzt offen? Damn it. Ich glaube, ich muss echt diesen Abschnitt zuerst fertig spielen, bevor wir Serana zurückholen können. Puh, ich werde es jetzt vielleicht für euch auf eine Minute zusammengeschnitten haben oder auf zwei den ganzen Stress. Und ich saß jetzt 20 Minuten lang dran an demselben Mist. Ich bin sauer. Oh, Kacke. Nicht. Du sollst sterben. Nicht Frauen und Kinder töten. Die könnten sich ja ruhig mal etwas zurückhalten, hallo? Die haben nichts an der Front verloren. This ain't worth it. Oh, sorry! Gott. Jalma, du hast keine Waffen. Du sollst hinter den Leuten hinterherrennen und nicht mit am Kampf teilnehmen. Du hast hier nichts verloren. Take this. You won't land. Sovngarde can. Sovngarde awaits. Sovngarde kann warten. Ich verschwinde. Sovngarde wartet. Das waren wohl zwei verschiedene Arten von warten. Den Geldbeutel nehme ich aber mit. Der sah dick aus. Fürstentum Falska. Ah, haben wir es geschafft. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch den ganzen Hof irgendwo aufräumen müssen. Bevor wir das tatsächlich als geschafft abstempeln können. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Banditen sind jetzt nicht unbedingt die Typen, hinter denen ich her bin. Ah, super, auch noch bei Tageslicht. Oh nein, ich werde sowas von versagen. That all you've got? Wer ist der Bandit? Wer ist der Bandit? Wir spielen jetzt ein Spiel. Wer ist der Bandit? Vielleicht lasse ich die einfach mal so gegeneinander kämpfen, weil... Warte, du bist der Bandit. Ulfgar, habe ich Ulfgar? Shit! Wen hau ich hier die ganze Zeit? Oh,
ich bin fast tot. Guck mal mein Leben rechts unten an. Und das alles, weil ich nicht so effizient kämpfen kann. Weil ich die ganze Zeit mich umgucke, soll ich den hauen? Soll ich lieber den hauen? Oder doch lieber den? Jetzt weiß ich immerhin, alle, die hier stehen, sind böse. Lass mich mal ein bisschen heilen hier, wer bist du? Du bist auch ein Feind, wieso kniest du? Kämpfen die Banditen gegeneinander? Really? Oh, das war Ulfgar! Shit! Warum wird mir die ganze Zeit Banditenmarodeur angezeigt? Oh Mann, was für eine blöde Anzeige, ohne Witz. Was? Ach so, jetzt der Bogenschütze. Ach so. Hier, komm kuscheln. Ich muss mich mal kurz ein bisschen heilen hier. Als Vampir bei Tageslicht ist das echt bescheuert. Vor allem, weil ich nicht freiwillig Vampir bin. Mann. Ah, jetzt muss ich doch wieder auf meine Tränke zurückgreifen, leider. Was? Ich muss Tränke schlucken? Ja, meine Ausdauer regeneriert sich nicht. Ich will kein Vampir sein! Serana, ich sag's dir, wenn du noch einmal irgendwo an mir rumkratzt, mit Stress. Ja, ich bin immer noch serious, aber meine Güte, sind das hier viele. Hammers! Noch ein Bogenschütze, wow! Richtig verseucht von diesen Typen. Auch wenn ich jetzt auf meinen Kompass gucke, schaut euch mal die ganzen roten Punkte da an. Oh Mann, why am I a vampire? Dammit! Langsam! Schwing nicht dran vorbei, Junge! Die kriege ich niemals alle getötet, meine Güte! Du bist ein Feind, ne? Feind, jawohl. Du bist auch ein Feind. Du bist auch ein Feind. Okay. Ich halte jetzt extra schon die Luft an, um zu gucken. Warte mal. Ich nehme an, wir sollen einfach... Huch. Jetzt habe ich mich gerade eben selbst verwirrt. Alle roten Punkte ausschalten? Gibt's da irgendwie einen Durchgang oder so? Hä? Warte mal. Nein! Nein! Oder doch? Ich bin gerade mega verwirrt. Wir sind mir doch hergekommen. Na gut, wisst ihr was? Dann, ich sehe jetzt zwar gerade nirgendwo den Standardweg da nach unten, aber ich stürme einfach mal so ein bisschen voraus. Jesus! Hör auf die Klippe vorauszurennen, Mann! Das war nicht der Plan! Oh Gott, jetzt habe ich die halbe Welt am Arsch. Lalala, ist das nicht schön? Keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Ich kann leider nicht gegen euch richtig kämpfen. Oh mein Gott, ist das bescheuert. Ich glaube, ich beschleunige das einfach. Das hat... Oh meine Fresse, das hat echt keinen Sinn. Keine Sinn hier, ganz genau. Oh Gott, spring über diesen Stein, Mann! Oh Gott! Komm schon! Oh, noch einer! Jetzt komm schon! Hört endlich auf zu überleben! Es kann echt nicht so schwer sein zu sterben. Ihr hättet euch einfach nur alle kopfüber da runterrennen. Runterstürzen müssen. So.
Gott, was für ein krampfiger Kampf und... Wie ich sowas hasse, vor allem wenn das alles aus Gründen passiert, die nicht beabsichtigt sind. So ein großes Handicap bei Tag an der frischen Luft als Vampir unterwegs zu sein, obwohl man gar nicht geplant hat, Vampir zu werden, wo meine... Wie bist du denn hier runtergekommen? Hebel? Nehme ich mal an. Für das Tor. Jupp, ich bin fast da oben. Okay. Mach sie mal eine an, hier war ich schon... Dieser kleine Hebel da. Ich bin genau vorhin hier runtergelaufen, aber ich habe nicht gesehen, dass hier ein kleiner rostiger Hebel dazu dient, das Tor zu öffnen. Hallo. Achso, erstmal den lieben Agner abholen. Wo gehst du hin? Get going. We have to get out of here as soon as we can. Get going. We ja. have to get out of here as soon as we can. Der Meinung bin ich auch. Aber wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Ah. Okay. Oh. Hallo, Ingvar. Agnar. What are you doing here? Oh, of course. Flocking to help the people. I don't see Kolgrim anywhere. He was about as competent as a chicken fighting a pack of wolves. This is between you and me, Ingvar. Let my family and friends go. Oh, but it really isn't. You asked for help from Thorlok and the Jorgunners. You got them involved, Agnar. If they die in this war, it's all on you. Don't listen to him, Agnar. Does he really still have you two wrapped around his finger? How long are you going to let him pull your strings, And what about your friend here, the prophetic traveler? Does this Nord think this is their homeland as well or something? Go back to Skyrim. I tell you what, I'll let your friends and family go if you give me the keys. Nord! Don't do it, Agnar. You, on the other hand, I will not let go. You've orchestrated all of this. You have caused me far too much trouble. Don't, Agnar. He won't let us go. He is not a man of his word. Please, I have no choice. Oh, man. Just know this, Ingvar. You can kill me, but it will only be your undoing. My people will keep fighting in my stead, in my memory. And do you know why? It's because as their leader, I serve them. A king is only as strong as his loyalty towards his people. You lie and trick your people. You are not a king. You are not worthy of the throne to Falskar. I help my people when they need me, and let them rule themselves when they don't. But above all, I defend them. I fought for them, and they will do the same for me. There has to be another way. Oh, trust me. There is no other way. Thank you, Agnar. I'll be going now. Goodbye. Kill all of them. You bastard! Wer hätte das gedacht? We had a deal. This is going to be fun. We've got trouble.
Oh man. Elitewache, Schmefitewache, ihr könnt gar nichts. Keine Ahnung, wen ich gerade eben getroffen habe, aber. Ja, aber das war zu erwarten. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass der. Erstmal gehen wir hier diese doofen Bogenschützen töten. Ich habe mir schon gedacht, dass er irgendwie sein Wort nicht halten wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass er einfach die Schlüssel nimmt und weggeht. Vielleicht hätte er ja wirklich die Familie laufen lassen, aber den Drecksäcken kann man sowieso nie vertrauen. Ich frage mich, was... Ah, Mann. Typischer Plotpunkt. Gott, ich muss so aufpassen, dass ich niemanden von denen töte. Kann bitte eine Elitewache nur auf mich losgehen? Das wäre sehr nett. So, so ist gut. Sehr schön. Nächste bitte. Ja, genau. Oh, doch nicht zurück. Auf mich zugehen sollt ihr. Kleines bisschen Ausdauer brauche ich. Oh, jetzt geht's aber los hier. Komm. Ah, sehr gut. Zweihändig fast auf 70. Dann kann ich gleich den nächsten wichtigen Skill für mich auspacken. Beziehungsweise lernen. Komm, gib ihm. Genau, haut alle auf mich ein, damit werden wir am besten bedient. Dann fallen die anderen auch nicht ständig in Ohnmacht. Nein! Sorry. Ah, ich habe euch gesagt, ihr sollt damit aufhören. Einer ist noch da, oder? Irgendwo da im Dunkel. Ich sehe ihn gar nicht wirklich. Da. Wir haben sogar zwei noch. Wir hätten aber viele Bogenschützen. So, Agner. Jetzt würde ich aber sehr gerne mit dir über Serana reden. Was sollte der Angriff auf sie? Ach, das ist Svegard. Ich hatte schon wieder euch verwechselt. Da steht der rum. Head back to Amber Creek. We haven't got much time. Ingvar has all five keys and probably knows where the heart is. If he gets to the heart of the gods, it will make him immortal. We are going to gather our army and end this once and for all. Meet me back in Amber Creek. On the way there, Ulgar, Svegar, Thorlo and I will make a plan as to how we should go about doing this. I'll give you more information once we are back at Amber Creek and have our plan. Remember to hurry. We haven't got any time to waste. Na, dann bin ich ja jetzt mal gespannt, mein Freund. Das letzte Mal, als wir gesagt haben, wir werden uns treffen und dann einen Plan vor Ort schmieden, war gerade hier bei dem Auftrag. Wir treffen uns vor dem einen Eingang und dann werden wir einen Plan schmieden. Ich komme an, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir sollten los. Okay. So, ich reise zuerst mal nach Borwald. Das wird jetzt für euch keinen großen Unterschied machen, weil ich das sowieso rausschneiden werde, weil ich zuerst mal Serana holen gehe. Und ich muss ja jetzt irgendwie wieder hier diesen einen Ort da finden, ne? Diesen Kanalisationseingang, damit ich relativ leicht zu ihr hinkommen kann. Und da ich nicht ganz genau weiß, wie zur Hölle ich da nochmal hinkomme, wenn ich von der anderen Seite dahin laufe, laufe ich nochmal hier den Weg. Und ansonsten bin ich jetzt gleich in Bernsteinbach. I want to be a big, strong warrior, just like Ulgar. Wie zum Teufel? Der Sohn von Agnar läuft hier alleine durch den Wald, kommt aus dem Gestrüpp raus, geht über den Weg. What? Der ist aber ganz schön weit weg spielen gegangen. Yes. Puh, ich hatte schon die Sorge, dass ich sie gar nicht mehr wiederfinden würde. Hoffen wir mal das Beste, dass dieser Bereich nicht irgendwie verbuggt ist und dass ich sie ganz normal ansprechen und holen kann jetzt. Oh, bitte Serana, bitte lass alles okay sein. Bitte sei noch da. Yes. Braucht ihr etwas? Sobald ihr soweit seid. Boah, glücklicherweise habe ich echt den Weg so schnell wiedergefunden. Ich musste ja kaum suchen. Ich bin einfach nur
nach Osten gelaufen, hab dann gleich wieder den Eingang zu dieser Kanalisation da gesehen und gefunden. Gut, gut, gut. So, meine Freunde, wir haben die Hauptstory ein großes Stück weitergebracht. Ich muss in 6 Stunden wieder aufstehen. Es ist langsam schon richtig, richtig spät. Oh, die Uni steht immer noch an am Ende des Semesters. Aber das reicht es erstmal hiermit. Ich wünsche euch natürlich wie immer noch einen recht herzlichen, wunderschönen, verbleibenden restlichen Tag. Und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, über ein kleines Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen. Hilft meinen Videos weiter und der ganzen Geschichte. Mehr Leute können zu mir finden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Agnar hinterherrennen und die Welt retten und so weiter. Und Ingvar höchstwahrscheinlich erledigen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.